wenn die Klassenkameradinnen alle vom Gärtnern träumten, wovon hätten sie geträumt und was ist davon wirklich geworden? Ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern mir von Anfang an gesagt haben, eine Werkstatt kommt für dich nicht in Frage. Obwohl wirklich mehrere Menschen in meiner Jugend mir versucht haben, eine Werkstatt einzureden, aus dem Schulbetrieb, aus dem Arbeitsagenturbetrieb. Ich habe mich immer für Medien interessiert und ich habe dann mit meinem relativ schlechten Abiturzeugnis, weil ich auch ungern zur Schule gegangen bin, doch schon gerne, aber ich habe nicht gerne gelernt. Habe ich dann angefangen zu studieren, und zwar Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation, und hatte durch eine glückliche Fügung, Zeitgeist, Internet kam gerade auf und so, die Chance, in Werbeagenturen zu arbeiten, wo ich dann eigentlich das Handwerk gelernt habe und dann später bin ich zum Radio gegangen und habe dann so meine eigenen Träume, die ich damals als Jugendlicher hatte, mehr oder weniger selbst erfüllt. Sie wurden sehr oft interviewt. Gibt es eigentlich eine Frage, die klassische Medien durch die Bank auslassen und die Sie sich wünschen würden, dass ihnen gestellt wird? Ich würde gerne mal gefragt werden, was mich glücklich macht. Und was macht sie glücklich? Mich macht es glücklich, zu sehen, wie ich Leute motivieren kann, und zu sehen, wenn ich Kinder zum Lachen bringen kann. Aber dabei muss es nicht unbedingt darum gehen, dass ich im Mittelpunkt stehe, sondern einfach, dass die Menschen sich. Sie haben aber auch gesagt, in einem Blogbeitrag einmal, ein Junge hätte sie gerührt, sie waren in einer Schule unterwegs und dieser eine hätte ihnen nur eine Frage gestellt, nämlich, wie kann ich mehr Selbstbewusstsein erlangen? Sie haben darüber nachgedacht und haben dann gemeint, er müsse sich nur darauf besinnen, sich von niemandem einreden zu lassen, was er alles nicht kann. Woran liegt es denn, dass Menschen mit Behinderung sehr häufig über das, was sie können oder nicht können, nicht Bescheid wissen. Ich glaube, dass wir in Europa ein sehr stark ausgeprägtes Modell oder Perspektive auf Menschen mit Behinderung haben, die sich das medizinische Modell von Behinderung nennen. Das heißt, wir gehen immer davon aus, dass die Person mit Behinderung ja nur ausreichend Sport machen müsse, therapiert werden müsse, Medikamente nehmen müsse oder endlich mal eine Prothese tragen solle, um so normal wie möglich zu sein. Es gibt aber Behinderungsformen, die nicht therapierbar sind. Und vor allem gibt es Menschen mit Behinderungen, die gar nicht therapiert werden wollen. Und dieser Paternalismus, der aber in diesem medizinischen Modell mitschwingt, ist der, dass wir immer davon ausgehen, dass Menschen mit Behinderungen leiden. Und dass, wenn man das die ganze Zeit von seinem Umfeld vorgelebt bekommt, von den Eltern, den Lehrern, den Ärzten, und es wenige Leute gibt, die an einen glauben, dann übernimmt man dieses Modell irgendwann selbst und man beginnt selbst an sich zu zweifeln. Völlig unabhängig davon, ob man eine Behinderung hat oder nicht. In Deutschland gibt es ja den Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied hat Glück. Und Glück, glaube ich, ist in dem Fall zu sehen als, habe ich ein bestärkendes Umfeld? Habe ich ein Umfeld, das an mich glaubt? Habe ich ein Umfeld, das in mir die Potenziale sieht, die ich mit meiner Behinderung auch noch habe. Also es kann ja sein, dass ich ein super guter Maler bin, das bin ich nicht, aber hätte sein können, was mit meinem Rollstuhlsitzen gar nichts zu tun hat. Aber es hätte ja sein können. Und dieses Potenzial dann zu sehen und zu leben, das ist, glaube ich, die Aufgabe des Stärkenden. Danke vielmals.